Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für mich beginnt heute bzw. jetzt das sechste Semester meines Tiermedizinstudiums und ich dachte, ich nehme euch in der ersten Woche mit, wie ich das eigentlich in jedem Semester bis jetzt gemacht habe und zeige euch so ein bisschen, ja, welche Fächer in diesem Semester auf uns zukommen und wie das Leben im Präsenzsemester jetzt wieder stattfindet, weil das sechste Semester wird voraussichtlich komplett in Präsenz stattfinden. Wow. Ja, ich freue mich sehr. Für Marie und mich geht's jetzt los in die Uni. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ja, bis gleich. Jetzt endlich wieder, dass ich gerade auf dem Weg bin, um mich in den Hörsaal zu setzen und eine Vorlesung zu schauen. Ich freue mich so unfassbar. Das Sommersemester war bis jetzt immer das Schönste. Also, da sind wir immer nach der Uni dann ins Freibad gefahren und haben uns am Berliner Platz Erdbeeren und Kirschen geholt und haben dann den ganzen Tag im Freibad Anatomie gelernt und es war einfach immer so schön und ich freue mich so auf das Sommersemester. Ja, und jetzt sind wir einfach in der Klinik und ich freue mich so. Ich hoffe, es wird cool. Ja, Marie ist auf jeden Fall schon Feuer und Flamme. Ist ja auch für sie das erste Semester, weil in der Vorklinik konnten wir halt die Hunde nicht so richtig mitnehmen, immer nur so sporadisch mal in eine Vorlesung. Das heißt, Marie wird jetzt ein Unihund. Ich freue mich. Now I forget about your face. Unless I think about the way I don't understand half of myself. Didn't matter. Cause your body never came home. Left me alone. I was only 10, so no excuses then. The pieces just to barely make it. Now I'm 24, now I'm wanting more. There's no answers in these pages, voice a little faded. 06 barely even started, so much in common. Too much for you to just die. 06 barely even started, so much in common. Too much for you to just die. Hello. Ich habe Marie jetzt nach Hause gebracht und mache mich jetzt auf zur nächsten Vorlesung. Ich glaube auch Pharmakologie. Und danach haben wir die Übung Tierernährung. Und da kann Marie leider nicht mit. Und es ist direkt im Anschluss, deshalb habe ich sie eben schon nach Hause gebracht. Es ist jetzt kurz vor 2. Und der Rest geht jetzt ungefähr bis 5, glaube ich. Genau. Geben, dass ich jetzt aus der Uni wieder da bin und einkaufen war, was gegessen habe. Und jetzt treffe ich mich noch mit einer Freundin und Kommilitonin und wir wollen so ein bisschen das Semester planen, was wir wann vorbereiten, was wir wann nachbereiten, wann welche Prüfung ist, welche Vorlesungen wir mitnehmen, wie wir das alles planen, um so einen Überblick vom Semester zu verschaffen und mit den Hunden gehen. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Es ist jetzt schon 7 Uhr. Es war super lang. Ja, ich berichte morgen mehr. Only timber, I know.
Ihr seid so süß, ich sterbe. Hallo, kleiner Mann. Ich habe jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Mittagspause und mache jetzt eben Marie und mir was zu essen. Ich muss nämlich gleich schon wieder los in die Uni. Aber ich dachte, ich erzähle euch so ein bisschen von der Uni, wie es bis jetzt war und generell, was so ist. Erstmal kriegt natürlich Marie. Was ich noch sagen wollte. Ich bin gerade dann nach der Vorlesung Fleisch- und Lebensmittelhygiene bin ich mit Marie über den Campus gelaufen und wurde zweimal tatsächlich angesprochen. Einmal wurde Marie angesprochen, dass sie ein Star ist. Aber ich meine, na klar, Marie kennt man. Ist ja logisch. Marie kennt man. Eine Maus? Ja. Das ist total schön. Also so richtig oft ruft dann jemand so, oh Marie, oh ist die süß. Und so. Und das freut mich sehr. Und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht. Und genau. So. Also während ich Mittagessen mache, rede ich jetzt so ein bisschen. Es gibt Pizza. Weil das kann ich mir für die nächsten Tage vorbereiten. Und dann muss ich morgen und übermorgen oder so nichts machen. Weil die Tage sind unfassbar voll. Im sechsten Semester ist es bei uns das erste Mal so, dass die Themen nicht mehr so krass nach Vorlesungen sortiert sind. Also wir haben da nicht mehr irgendwie Pathologie-Vorlesung und Pharmakologie-Vorlesung, sondern wir haben dann halt das aufgeteilt nach Organsystem bzw. generell nach Systemen. Und jetzt gerade sind wir halt noch im allgemeinen Modul und dann teilt sich das auf in Bewegungsapparat, lymphoretikuläres System und so. Und das finde ich, glaube ich, richtig cool, weil dann hat man die Pathologie, die Pharmakologie und alles halt direkt beisammen zu dem Fach oder zu dem Problem dann. Und ich glaube, das ist richtig cool. Also bis jetzt macht es mega Spaß. Und also ich merke jetzt schon totalen Unterschied vom fünften Semester zum sechsten Semester. Man ist einfach viel, viel mehr in der Klinik und ich finde es richtig cool. Muss ich wirklich sagen. Das ist schon echt interessant. Gestern hatte ich Pharmakologie, oh Gott, ich kriege das glaube ich gar nicht mehr zusammen, mein Gehirn ist so matsch gerade. Hatte ich Pharmakologie, Desinfektion und Bewegung im OP, Desinfektionsmittel, Pharmakologie und Übung Tierernährung. Und heute hatte ich Pathologie 2 Stunden, Arzneimittelverordnungslehre und Betäubungsmittelrecht und Fleisch- und Lebensmittelhygiene bis jetzt. Dann habe ich jetzt gleich noch eine Stunde von gestern zu Pharmakologie. Und danach habe ich eine Wahlpflichtveranstaltung, Leistungsphysiologie und Pathophysiologie Pferd, glaube ich, heißt das. Genau, das klingt auch cool. Und ja, mehr kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Also ist auf jeden Fall so nach einfach Themen sortiert und das finde ich richtig gut, dass man da nicht irgendwie nur so blöd was lernt, sondern es ist so allumfassend und ich finde es einfach richtig cool. Und es ist ja jetzt auch das erste Präsenzsemester, aber es ist so schön, dass Marie die ganze Zeit dabei ist und auch generell so viele Hunde da sind und meine beste Studienfreundin Laura hat jetzt auch einen kleinen Welpen, den Theo, den habt ihr ja auch schon gesehen und es ist einfach wunderschön. Es ist einfach nur wunderschön. Ich bin richtig froh, dass die Uni wieder angefangen hat. Und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Hallo. Es ist jetzt schon genau 20 Uhr. Ich bin um 6 von der Uni gekommen. Wir hatten heute einfach den kompletten Tag von 8 bis 18 Uhr Uni. Ich finde es Wahnsinn. Und dann noch in Präsenz, alles. Ich finde es so krass. Ja, es war mega anstrengend. Ich war so durch, als ich heimgekommen bin.
Ich habe dann auch nur noch was gegessen und meine Energy recharged. Also ich habe mich ins Bett gelegt und einen Podcast gehört. Und ja, es sind aber irgendwie 20 Grad oder so draußen. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal rausgehen. Und Marie muss auch nochmal raus, weil für sie, also sie konnte ich auch die letzten zwei Vorlesungen nicht mitnehmen. Und da, also ich muss ja eh nochmal mit ihr raus. Und jetzt dachte ich, gehen wir einfach laufen. Ich bin zwar super müde und erschöpft, aber ich glaube, das ist mental. Also ich glaube, mein Körper hat schon Energie, aber ich habe mental keine Energie. Deshalb sage ich mir, okay, ich ziehe meine Laufsachen an und gehe mit Marie raus und ich möchte 1 Kilometer laufen. Weil 1 Kilometer ist besser als gar nichts und wenn ich dann laufe, dann mache ich meistens eh länger. Und ja, also ich schätze, vermutlich werden es dann so 3 Kilometer. Wenn es 1 Kilometer wird, ist auch nicht schlimm. Ja, mal schauen. Einfach nochmal raus und frische Luft schnuppern und die Füße vertreten. Einmal das Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Und dann werde ich auch nur noch duschen oder ein Entspannungsbad nehmen und dann schlafen gehen, weil ich bin so erschöpft von diesen 2 Tagen Präsenz-Uni. Ja, naja. Yes. Ich ziehe mich eben um. Sleep today and call tomorrow. Wink at me and drink the bottle. Lipstick's cold, the bus stop's freezing. We started walking for no reason. The weather didn't call for rain tonight. Nothing's gone, it's not forgotten. You say this doesn't happen often, but I can tell that something's on your mind. Twisted round your finger, burn my letters. Can't seem to keep my promises to you. I'll get back to myself. Es ist jetzt 17 Uhr am Mittwoch und ich bin eben aus der Uni gekommen. Heute hatten wir die Einführung in die Chirurgie von Kleintier und Pferd. Dann hatten wir eine Vorlesung zu Muskelrelaxantien, noch in Anlehnung an die Pharmakologie, die wir schon hatten. Dann hatten wir eine Vorlesung zu Nahttechniken und Nahtmaterialien. Das gehört noch so zu dem allgemeinen Block, von dem ich schon gesprochen habe. Dann hatten wir 2 Vorlesungen zum Schock, eine Vorlesung zur Reanimation und eine Vorlesung zum hämatopoietischen System. Und also so Knochenmark und Knochenmarkspunktionen und wie die Zellen aus dem Knochenmark ins Blut kommen und so. Und jetzt habe ich noch eine Wahlpflicht, und zwar Kleintier-Webinare von der TIHO, also von der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover. Genau, also ich habe jetzt noch bis 18 Uhr diese Webinare und dann habe ich frei für heute. Dann wollte ich nur noch laufen gehen, weil es ist richtig schönes Wetter und das will ich ausnutzen. Und dann gehe ich heute früh schlafen und morgen ist dann schon der letzte Tag der ersten Woche, weil am Freitag ist ja Ostern. Genau. Ja, okay, bis gleich. Die Marie sitzt hier in meinem Bettchen und hat anscheinend Dinge zu sagen. Hast du was zu sagen? Bitte. Bitte was? Was willst du sagen? Ach so, sag nochmal. Bitte. Ach so. Ach so. Und die Uni, wie hat dir die gefallen? Gut. Ja, super. Und was hat dir am besten gefallen?
Schock? Oder Reanimation? Ah, die Reanimation hat dir besser gefallen. Und was am besten? Die Chirurgie? Ah ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Ah ja. Ja. Du bist so süß. Alles gut, Schatz. Na, komm her. Ja, komm her. Und am Ende kann auch ein bisschen diskutiert werden. Das ist ja das Schöne, dass eben alle Unis dabei sind. Dann kann man auch ein bisschen austauschen. In Hannover ist es so, oder in Gießen ist es anders. Ist auch immer ganz nett. Und, So, kleine Planänderung. Marie und ich treffen jetzt noch Laura und Theo, also ihren Welpen, in der Stadt und wir gehen zusammen ein Eis essen. Also Marie und ich laufen jetzt runter zum Seltersweg und da gibt es die beste Eisdiele, die Heißzeit, und da essen wir das erste Eis dieses Jahr. Ich freue mich sehr. Und die Wahlpflicht, die jetzt gerade war, die Kleintier-Webinare, es war super interessant, das war richtig cool. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also wir haben da auch dann eine Laparoskopie. War das eine Laparoskopie, die wir gesehen haben? Marie, warten. Okay, voraus. Und es war richtig cool. Und es gibt sogar auch Videos auf der Website der Uni Leipzig mit verschiedenen Videos vom OP. Und ich glaube, die werde ich mir dann heute Abend noch anschauen, weil das war wirklich so interessant, dass ich sogar danach noch mich damit weiter beschäftigen wollte und mich da weiter informieren wollte. Zum Beispiel war da ein Hund mit Aspergillose. Und da wollte ich halt mich nochmal so ein bisschen reinlesen, was man dann da überhaupt machen kann und wie die Aspergillose den Hund beeinträchtigt und also was, das interessiert mich dann sehr. Genau, ja. Und jetzt reicht es aber auch mit Uni für heute. Es ist jetzt 7:30. Ich war ab 8 in der Uni. Mein Kopf platzt. Marie ist hochmotiviert und liebt es in der Uni. Die rennt da immer nur zu allen Leuten und findet es toll mit den ganzen Hunden da. Und ja, jetzt freue ich mich auf einen schönen Abend beim Eisessen, mal rausgehen, das schöne Wetter genießen. Ja. Jetzt Donnerstag 2:30 und ja, ich bin schon von der Uni wieder da, habe mich schon umgezogen und bin jetzt vor der Arbeit, muss jetzt arbeiten bis abends und ich dachte, ich beende das Video jetzt einfach hier, weil ich jetzt, ja, morgen ist ja keine Uni, morgen ist ja Ostern und jetzt kommt auch nichts mehr, also ich arbeite jetzt noch und dann fahre ich heim. Genau, aber heute war es nochmal richtig, richtig cool. Wir hatten klinische Demonstrationen und ich wusste das gar nicht, aber da werden uns so Fälle, die in die Klinik kommen, vorgestellt und mit uns besprochen, wie man die therapiert und was da die Symptome sind, was wir da machen würden, wie man dann das Röntgenbild interpretiert, die Ultraschalldiagnostik und sowas. Und es ist unfassbar cool, wirklich. Das war das Coolste, was wir, glaube ich, bis jetzt hatten. Dann hatten wir noch Hämatologie Pferd, also Blut vom Pferd sozusagen, und Arzneiverordnungslehre und Betäubungsmittelrecht und Milchkunde. Aber am allerbesten fand ich bis jetzt die klinischen Demonstrationen. Ich bin Feuer und Flamme. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Es war eine wunderschöne Woche und ich bin sehr, sehr glücklich. Und ja, ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.